Graz ist eine gute Stadt. Unser Bürgermeister hat in den letzten 18 Jahren die Stadt Graz zu dem gemacht, was sie ist. Die Menschen leben gerne in unserer Stadt, die Lebensqualität ist sehr hoch. Der Wirtschaftsmotor brummt sozusagen. Und was die Arbeitslosenzahl anbelangt, das ist vor allem auch meine Aufgabe, da sind wir jetzt schon fast auf Vorkrisenniveau. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Siegfried Nagel, unserem Bürgermeister, bedanken, in seiner Funktion als Bürgermeister, aber natürlich auch vor allem als Mensch Siegfried Nagel. Wir haben ja jetzt in den letzten 1,5 Stunden eine Stadtparteivorstandssitzung gehabt und mich freut es, dass uns Siegfried Nagel oder dass mich Siegfried Nagel als einen Nachfolger vorgeschlagen hat. Ich bedanke mich beim gesamten Stadtparteivorstand für die volle Unterstützung. Also das gibt auch Kraft in dieser schwierigen Situation, dass ich zu 100% von euch unterstützt werde. Und ich kann jetzt schon sagen, dass wir uns sicher nicht wegducken werden. Wir haben auch sehr viele Wähler nach wie vor hinter uns. Die ÖVP zeichnet sich dadurch aus, dass wir Verantwortung übernehmen. Aber eins ist auch ganz klar zu sagen, LKK hat jetzt das Heft des Handelns in der Hand. Sie ist gefordert, erstmalig Gesamtverantwortung für die Stadt zu übernehmen. Und ich würde von ihr auch einfordern, dass sie eine stabile Koalition auf die Beine stellt. Gerade in Zeiten wie diesen können wir uns nicht leisten, dass das freie Spiel der Kräfte natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ich möchte sagen, wir stehen für Gespräche bereit. Heute in der Früh, also das war ja eine schwierige Nacht, muss ich sagen. Ich bedanke mich auch bei meiner Frau, dass ich da die volle Rückendeckung und die Unterstützung habe. Aber in der Früh habe ich zum Telefonieren angefangen. Ich habe alle Bezirksparteiobleute durchtelefoniert, alle Bündeobleute. Und das hat mich wirklich motiviert, dass wir hier noch einmal durchstarten. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Zustimmung. Die Stadt steht gut da. Ich bin davon überzeugt, dass wir hart daran arbeiten müssen, dass wir auch weiterhin so gut dastehen. Und die ÖVP wird da einen Beitrag leisten.